Herzlich willkommen zur Gesprächssendung Drei kluge Köpfe. Heute haben wir etwas Ungewöhnliches vor. Wir sprechen nämlich mit einem Kollegen. Nicht mit irgendeinem Kollegen, sondern mit Harald Budweg. Regelmäßige Leser der FAZ kennen ihn seit vielen Jahren. Herr Budweg ist, wenn er demnächst in Ruhestand geht, 23 Jahre lang der Musikkritiker der FAZ Rhein-Main-Zeitung gewesen. Er hat hunderte, tausende Konzerte besucht, er hat über Musiker, über Dirigenten, über Orchester geschrieben. Darüber wollen wir heute mit ihm reden, sozusagen über die Summe seines Berufslebens. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit Ihnen, Herr Budweg. Herr Budweg, war es Ihnen an der Wiege gesungen, dass Sie eines Tages Musikkritiker würden? Stammen Sie aus einem musikaffinen Elternhaus? Nein, das kann man ganz und gar nicht sagen. Meine Eltern hatten keinerlei Beziehung zur Musik. Ich erinnere mich, als ich 6 Jahre alt war, haben meine Eltern sich einen Plattenspieler leisten können. Das war, weil sie damals in ziemlicher Armut lebten, schon was ganz Besonderes. Und ich weiß noch, wir haben jahrelang nur 3 Singles gehabt. Also auf der einen Single war Fred Bertelmann, der lachende Vagabund. Das andere war so blöde Stimmungsmusik-Medley. Und die dritte, das war damals hochaktuell, das war Louis Prima, das kennen Sie vielleicht noch, ja. Seine sonore Stimme. Ja, ja. Buona sera, Signorina, buona sera, it's hard to say goodbye to Napoli und so weiter. Nicht? Und das war die dritte und sonst nichts. Und die haben Sie aber schon kräftig gehört? Die habe ich gehört, es hat mich aber nicht tangiert, sagen wir mal. Nicht? Und wann setzt Ihr ernsthaftes Interesse für Musik ein? Mit der Musiklehrerin im Gymnasium, der aufgefallen war, dass ich ein musikalisches Thema auch nach einer Woche noch fehlerfrei nachsingen konnte und mir merken konnte. Und die dann eines Tages meinen Eltern sagte, also ihr Sohn ist irgendwie musikalisch begabt, das müssen wir auf eine oder andere Weise fördern. Und die Musiklehrerin war damals Pragmatikerin. Also ich war damals von der Körpergröße her der Größte in der Klasse und der Kontrabassist des Schulorchesters hatte gerade Abitur gemacht. Mhm. Und sie beschwätzte meine Eltern, ich sollte Kontrabass lernen, was mir erst gar nicht gefiel, aber womit ich mich dann durchaus angefangen habe. Freunde. Das war ganz schön, das sind sie aber relativ schnell zu lernen auch, ne? In gewisser Weise, ja. Aber andererseits auch wieder, also es erfordert viel Kraft und man braucht sehr lange, bis man lernt, auf einem Kontrabass auch singen kann. Dass das eben nicht nur so dieses herumschrubbelnde Instrument ist, wie beim Elefanten im Karneval der Tiere, sondern dass man da auch eine Melodie spielen kann. Aber da muss man schon einige Fortschritte gemacht haben. Sie haben dann Musikwissenschaften und Publizistik studiert, schon mit der Absicht, eines Tages Kritiker zu werden? Ja, das war nicht so ganz sicher. Also ich hatte gemerkt, dass für eine Berufskarriere nur mit dem Instrument das doch sehr risikoreich sein würde. Ich hatte immer vor Augen, mir war klar, dass ich es wohl nicht zu den Berliner Philharmonikern schaffen würde, jetzt mal scherzhaft gesagt. Und ich habe es mit einem damaligen Kumpel erlebt, der es mit Ach und Krach geschafft hat, im Städtischen Orchester Hagen Operetten zu spielen als Posaunist und von dort nicht mehr wegkam. Weil wann immer er sich wegbewarb, er hatte 80 Nebenbewerber und die waren also immer mindestens so gut qualifiziert. Also das war dann sein Leben. Nicht? Und mir war damals klar, wenn ich das nicht versuche, ich hätte es vielleicht auch gar nicht geschafft, das kann ich nicht beurteilen. Also ob ich überhaupt die Hochschulprüfung oder so, also so doll waren die Talente auch wieder nicht, dass ich verschiedene Möglichkeiten haben würde. Also eine Unilaufbahn, in der Bibliothek vielleicht, eben auch bei der Zeitung oder beim Rundfunk, wo ich ja auch eine Zeit lang als fester Freier war. Das war doch ein ganz anderes Spektrum. Und immerhin reicht es aber aus, dass ich mit dem Kontrabass Geld verdient habe, also vertretungsweise in verschiedenen Orchestern. Das zumindest hat in sehr jungen Jahren, muss ich sagen, danach hatte ich keine Zeit mehr dafür, in sehr jungen Jahren durchaus funktioniert. Wie oft im Jahr besuchen Sie ein Konzert? Das hat sich ziemlich genau auf 430 Konzerte im Jahr eingependelt. Also mehr als eines jeden Tag. Ja, also es vergeht praktisch keinen Sonntag, wo nicht mindestens 3 sind. Nicht? Also 11 Uhr, 17 Uhr, 20 Uhr, das kann man schon bewältigen.
Bernd Löwe, der Intendant der Oper Frankfurt, bewahrt jedes Programm auf von jeder Oper im Konzert, das er besucht hat. Machen Sie das auch? Auf jeden Fall. Es sind jetzt ziemlich genau 20.500. Begonnen mit dem 5. Dezember 1964. Und was machen Sie damit? Schauen Sie da ab und zu noch rein? Freut sich Ihre Frau darüber? Meine Frau freut sich überhaupt nicht darüber. Deswegen sind die Dinger auch alle in den Keller verbannt. Ich wollte das alles mal so richtig archivieren. Ich kam nie so recht dazu. Also ich hoffe, dass ich jetzt dann im Ruhestand das mal machen kann. Da hängt ja auch ein bisschen Nostalgie dran, nicht? Man schaut ja gern, was man so als Jugendlicher gehört oder gesehen hatte. Herr Budwig, können Sie Konzerte, die Sie erlebt haben, vor Ihrem inneren Ohr noch abrufen? Ja, das kann ich. Wenn ich jetzt sage, Schönberg, Opus 31, Alte Oper, Simon Rattle, Berliner Symphoniker, 2005. Berliner Philharmoniker, Berliner 2005. Philharmonik, ja, klar. Hören Sie es? Ich weiß nicht, ob ich es darauf beziehe, jetzt auf das Erinnerungsvermögen an solches. Ich kann mich sehr wohl an sehr konkrete Konzerte erinnern, die sehr lange zurückliegen. Aber in diesem Fall kann man sich auch leicht täuschen, weil auch wenn ich es nicht kann oder vielleicht sogar gar nicht dabei gewesen bin, damals bei dem Konzert, weiß ich natürlich ziemlich genau, wie er dirigiert und wie er die Klänge entwickelt und wie das geklungen haben muss. Weil da gibt es wenig Überraschungen. Also die Persönlichkeit eines Dirigenten, die man, und eines Orchesters, die man sehr oft gehört hat, da gibt es wenig Überraschungen. Lassen Sie uns mal über Ihre Arbeitsmethodik sprechen. Wie ich weiß, sitzen Sie im Konzert und machen sich nicht eine einzige schriftliche Notiz. Wie kann das funktionieren? Was speichern Sie ab? Also da müsste ich fast die Gegenfrage stellen. Wie kann es funktionieren, wenn man statt zuzuhören da sitzt und die ganze Zeit kritzelt? Also man hört doch, man muss doch, der Dirigent entweder oder das Orchester, die entwickeln doch eine Form, die gefüllt sein will, im Kleinen wie im Großen. Und das muss man doch verfolgen, ohne abgelenkt zu sein. Und wozu sollte ich mir Notizen machen? Damit Sie nichts vergessen. Ja, was soll ich denn vergessen? Ich bin auch mittendrin. Und am Ende Sie, dass Sie im dritten Satz die Bässe geschleppt haben, das haben Sie noch in Erinnerung? Ja, das ärgert mich so, dass ich es am nächsten Morgen noch weiß. Nicht? Es wäre sicherlich anders, also bei Operninszenierungen. Also da kann es notwendig sein, ein Inszenierungsdetail, was man sich nicht alles merken kann. Aber gerade da kann man es ja nicht notieren, wenn man keinen Kugelschreiber mit Leuchte hat. Ne? Wie legen Sie fest, welches der Konzerte im Rhein-Main-Gebiet Sie besprechen? Naja, also es gibt Dinge, die eigentlich automatisch dran sind, weil wir das, wie ich meine, auch den Lesern schuldig sind. Also man muss die Premieren besprechen, das darf erwartet werden von einer Zeitung und natürlich die großen Orchester. Halte ich für selbstverständlich und natürlich auch Gastspiele von sehr hohem Wert, also wo Frankfurt stolz sein kann, die New Yorker Philharmoniker zum Beispiel kommen, aber eben auch Dinge, wo ich der Meinung bin, die haben es verdient, dass man darauf aufmerksam macht, selbst wenn es vielleicht noch nicht die Publikumsscharen anzieht, also junge, aufstrebende Musiker. Nicht? Also es ist sicherlich sinnvoll, immer wieder mal in die Musikhochschule zu gehen, also inkognito, um einfach nur zu hören, also wer da Aufmerksamkeit erregt und wer eher durchschnittlich ist. Und daraus ergibt sich dann das Bild, was aber ganz pragmatisch zu sehen ist. Ich meine, wenn an einem Tag 10 oder 12 Konzerte interessant sind, ist es natürlich klar, dass man nur 2 auswählen kann, weil wie will man über 12 Konzerte in der Zeitung berichten? Das geht ja gar nicht. Sie machen es ja über viele Jahre jetzt schon und Sie müssen ja auch den Akteuren Gerechtigkeit widerfahren lassen. Wie oft zum Beispiel gehen Sie in Kirchen, zu kirchenmusikalischen Auftritten? Das machen wir schon seit längerer Zeit, muss ich sagen, eigentlich gar nicht mehr, weil ich mir in diesem Fall sage, wenn ich da einen ausgreife, kommen völlig zu Recht die anderen und wollen das auch haben. Kirchenkonzerte machen wir so gut wie keine mehr, außer in ganz seltenen, begründeten Ausnahmefällen, weil ja auch mal in einer Kirche etwas sein kann, was fast schon Weltgeltung hat. Ne? Herr Budwig, was bedeutet Ihr Beruf für Ihr Privatleben? Sie haben es erwähnt, 430 Konzerte im Jahr, am Sonntag 3 Konzertbesuche. Kann man da überhaupt Freundschaften pflegen? Also was sagen Sie, wenn,
Bekannte sagen, gehen wir heute Abend was essen oder gehen wir ins Kino, dann sagen sie, tut mir leid, ich muss arbeiten. Ja, und da muss ich auch ganz rigoros sein. Also Freundschaften zu pflegen ist schwierig, das gebe ich ganz ehrlich zu. Und von Privatleben in dem Sinne kann man eigentlich nicht reden, weil Musik ist etwas, da gibt es, glaube ich, keine Halbheiten. Ne? Und es ist völlig selbstverständlich, dass ich auch zu Hause jede freie Minute nutze zur Repertoireauffrischung zum Beispiel. Es gibt ja nichts Schlimmeres in unserem Beruf, als dass man da sitzt und man kennt das Stück gar nicht. Man hat das noch nicht gehört und soll dann beurteilen, ob es adäquat dargeboten wurde. Also das geht nicht. Also Repertoirekenntnisse sind unerlässlich, so umfassend wie möglich, aber leider ist es auch ein Fass ohne Boden. Man kann beim besten Willen nicht alles kennen, nicht? Das geht nicht. Aber das Privatleben hat immer darunter gelitten. Auf der anderen Seite ist natürlich fast jeden Abend jemand dabei. Nicht? Das sind die Freundschaften, die sich entwickeln. Nicht? Die Menschen, die das miterleben, die mit denen man dann gemeinsame Erlebnisse hat, die sich dann vielleicht auch nach Wochen noch dran erinnern und sagen, was war das doch für ein schöner Abend, dieses Musikerlebnis. Ne? Sie sind nicht nur im Rhein-Main-Gebiet in Sachen Musik unterwegs, sondern fahren schon mal nach Brüssel, nach Zürich, nach Amsterdam, nach Stockholm. Was gibt es da so Interessantes, dass Sie diese Autofahrten, Sie machen es ja meistens mit dem Auto, diese Autofahrten dann noch wie ein Henker auf sich nehmen? Da gibt es all dieses, was in Frankfurt keine Chance hat, weil bei der Betulichkeit der hiesigen Veranstalter viele Repertoirezweige überhaupt gar nicht abgedeckt werden, also einfach ignoriert werden. Also ich glaube 2005, wenn ich mich jetzt nicht täusche, war das Jubiläumsjahr beispielsweise von Karl Amadeus Hartmann, der ja in seiner Zeit ein wichtiger deutscher Komponist war. In Frankfurt war dazu nichts zu hören. Die Symphonien, der hat immerhin 9 riesige Symphonien geschrieben, die haben andere gemacht in anderen Städten und da muss man dann hinfahren. Sie haben jetzt eine steile These aufgestellt und Frankfurt eine gewisse Betulichkeit attestiert. Wenn Sie mal so eine Rangfolge von Musikstädten in Deutschland oder in Europa aufstellen. Wo rangiert da Frankfurt? Ich muss vielleicht eines erst verdeutlichen. Die Betulichkeit bezieht sich auf den normalen Repertoirebetrieb, nicht darauf, dass es wie zum Beispiel in der alten Oper Frankfurt interessante Einzelprojekte gibt, die völlig aus dem Rahmen fallen. Also wie wir sie in ein paar Monaten jetzt auch wieder haben, wenn One Day in Life zum Beispiel von Daniel Liebeskind, das sind natürlich äußerst innovative Sachen. Aber wenn Sie sich den Abonnementbetrieb ansehen, welche Orchester kommen und was die spielen, dann unterscheidet sich die alte Oper zum Beispiel kaum von den Programmen der Privatveranstalter, bei denen man das eher nachvollziehen kann, weil die müssen ja flapsig gesagt sehen, dass die Bude voll wird. Ne? Sie schreiben nie oder so gut wie nie über Opern. Warum? Das ist mir dem Zufall geschuldet. Also zum einen ist es in unserer Zeitung ja so, dass die Opernpremiere vom überregionalen Feuilleton gemacht wird. Und mir ist das auch insofern ganz lieb. Eine Opernpremiere fällt ja meistens zusammen mit einem wichtigen Konzerttermin. Und der Konzerttermin ist aber dann nur einmal. Die Oper kann ich aber auch mir nach einem Monat noch anschauen. Und für den Privatbereich, um das jetzt nur kennenzulernen, um die Inszenierung gesehen zu haben, reicht mir das dann natürlich. Ne? Herr Ludwig, jetzt kommt eine Frage, die Sie wahrscheinlich doof finden. Haben Sie einen Lieblingskomponisten? Ehrlich gesagt, nein. Und das geht auch gar nicht, weil ich würde das als Einengung empfinden. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich längere Zeit intensiv mit einem Komponisten auseinandersetze, dann wird er meistens zum Lieblingskomponisten auf Zeit sozusagen. Ne? Aber es gibt nicht den einen, der ihr Herz immer höher schlagen lässt? Nein, den gibt es nicht. Nein. Dazu sind auch die Komponisten viel zu verschieden. Und innerhalb der Werkgruppen einzelner Komponisten gibt es natürlich gewisse Lieblingswerke, die ich ganz besonders gern höre. Aber das lässt sich nie auf das Gesamtwerk eines Komponisten beziehen. Wenn Sie nur 3 CDs auf eine einsame Insel mitnehmen müssten, sagen Sie mal welche. Ich könnte es eher für 10 beantworten, weil ich das schon oft durchgespielt habe. Aber 3, das dann ist... Dann die ersten 5 von den 10. Ganz sicher ein ganz bestimmtes
Klavierkonzert von Mozart, das ich einfach für genial halte. Nummer 22 in S-Dur, Köchel 482, ist ein wunderbares Werk. Also für mich das schönste, also subjektiv natürlich, das schönste aller Mozart-Klavierkonzerte. Es gibt ja bekanntlich 27. Ganz sicher wäre eine Symphonie von Gustav Mahler dabei, schon wegen dieses Phänomens Mahler. Ich würde wahrscheinlich die fünfte nehmen, weil die so einen aufbauenden Schluss hat. Und wenn man nur 5 CDs hat, dann kann man also nicht 5 Grabmusiken so nehmen, ne? Dann wird schon Wagner eher nein. Also Wagner ist natürlich phänomenal, ich habe das alles kennengelernt, aber müsste nicht sein. Also zumindest nicht unter den ersten 5 müsste ich das nicht unbedingt haben. Ja, da kann man eigentlich nicht nein sagen, aber das ist jetzt schwierig es muss natürlich eine Beethoven-Symphonie, braucht man schon auch, nicht? Dass man aber das ist schwer, nicht? Auf 5 dann. Klar. Wahrscheinlich würde ich nicht umhin können, das liebe ich auch über alles, das Klavierkonzert für die linke Hand von Maurice Ravel. Das ist ja ein unglaubliches Ding, so fast jazzartig, nicht? Und wenn man da den Schluss hört, also da ist man erstmal völlig erschlagen, aber es ist schön, nicht? Das würde ich vielleicht auch mitnehmen. Okay. Gibt es ein Lieblingskonzerthaus? Ich meine jetzt nicht in Bezug aufs Programm, sondern auf die Atmosphäre, die Akustik. Das gibt es ganz bestimmt. Also eines der hervorragendsten, wo ich also immer wieder total bezaubert bin, ist der Konzertgebäude in Amsterdam, der ja nicht ganz so alt ist, wie man denkt. Er ist so von etwa 1880, würde ich mal sagen, aber mit einer phänomenalen Akustik. Da können Sie so weit wegsitzen, dass Sie die Flöte gar nicht mehr sehen, aber Sie hören sie. Mhm. Nicht? Und sehr phänomenal ist auch, was man gar nicht für möglich halten würde, das Konzert- und Kongresshaus in Luzern. Wenn Sie da drin sind, denken Sie, das ist so ein Kasten, ja, so ein Kongressschuppen oder so, ja, aber eines der besten Häuser überhaupt. Und ein Haus, wo man am meisten, was ich von allem von Europa kenne, also vom Prunk erschlagen wird und was trotzdem akustisch einzigartig ist, das ist die Victoria Hall in Genf. Das müssen Sie mal, also da müssen Sie sich mal Bilder anschauen, alleine schon, also im Internet, das halten Sie nicht für möglich. Das ist außen im Grunde ein grauer, dreckiger Kasten. Als ich zum ersten Mal davor stand, bin ich vorbeigelaufen, weil ich dachte, das kann nicht sein. Sobald man da reinkommt, hält man den Atem an. Ja. Aber nicht kitschig, es ist wunderschön. Herr Wutwig, Sie beklagen gelegentlich, es klang auch schon an, dass es immer weniger wirkliche Konzerte und immer mehr Events gäbe. Wo verläuft für Sie die Grenze zwischen dem einen und dem anderen? Also was lassen Sie noch gelten und wo beginnen Sie die Nase zu rümpfen? Also ich würde mal polemisch sagen, die Grenze verläuft auf jeden Fall dort, wo ich den Eindruck habe, dass die Musik zur Nebensache wird. Es gibt ja Veranstaltungen, wo das tatsächlich der Fall ist und wo eine geistige Verflachung erkennbar wird, die so tiefgehend ist, dass es einfach keinen Spaß mehr macht. Das gibt es durchaus beim Publikum. Es gibt eine spezifische Art von Eventpublikum bei entsprechenden Veranstaltungen natürlich, wo man den Eindruck hat, es interessiert ihn nicht die Bohne, wie der Berliner sagt, also ob im Programmheft Unsinn verzapft wird, wie viel Sätze eine Symphonie hat, sondern denen geht es nur darum, sich berieseln zu lassen und hin und wieder mit dem Nachbarn zu schwätzen. Das ist nicht übertrieben, das ist wirklich so. Und auf Veranstalterseite ist das leider auch so. Also ein Impresario vom Schlager eines Klaus Lauer, das ist der ganz exemplarisch viele Jahre lang diese Römerbad-Musiktage in Badenweiler gemacht hat, bis der Hotelier gesagt hat, also das möchte ich jetzt nicht mehr. Da war damals so ein Wechsel im Hotel, der Neue wollte das nicht, der inzwischen aber wieder in Badenweiler ist und dort Konzerte macht, der wirklich mit Herzblut, also meint einen Kulturauftrag zu erfüllen und das auch wirklich macht. Das gibt es ja heute nicht, so gut wie nicht mehr. Nicht? Also die meisten Konzertveranstalter heute sind, sag ich mal, Juristen und Strategen, die die Auslastungsquote im Kopf und den Sponsor fest im Blick haben und für die das nicht so wichtig ist, was ein Orchester gerade
zu spielen hatten. Die Orchester machen sich natürlich auch leicht und spielen dann so aller Weltsachen, wo sie nicht viel üben müssen, nicht, weil das Repertoirestücke sind. Repertoirestück heißt im Orchester ja, das muss immer abrufbereit sein. Aber an sich spricht ja nichts dagegen, wenn die Bude voll ist, um es mal so zu sagen. Nein, aber wenn der Kunstauftrag natürlich dadurch verflacht und das mehr zu einer Beliebigkeit wird, dann müsste es noch Institutionen geben, die sich dem entgegenstellen. Und das erlebt man heute kaum mehr, selbst bei den Rundfunkanstalten nicht mehr. Ich meine, deutschen Rundfunkorchester waren ja nach dem Krieg, hatten die sich ja mal zur Aufgabe gemacht, das nicht so marktgängige, zu bringen, wenn Sie sich die heutigen Programme anschauen. Nichts gegen Orozco Estrada, nichts gegen Beethoven-Symphonien, darauf will ich jetzt gar nicht hinaus, aber es ist doch irgendwie typisch, nicht, dass dadurch Lücken entstehen. Ich bringe immer das Beispiel, wann haben Sie mal eine Chance, eine dieser wunderschönen, herrlichen Symphonien von Albert Roussel zu hören? Da werden Sie mir jetzt vielleicht sagen, die kenne ich gar nicht. Und da würde ich sagen, das ist kein Wunder, weil die sind in 40 Jahren nachweislich in Frankfurt einmal nur gemacht worden. Und das auch nur, weil ich den damaligen Musikchef des HR also so lange auf die Nerven ging, bis er Interesse dran fand. Es war wirklich so. Dann sind Sie nebenbei auch noch ein bisschen missionarisch tätig. Das hat nicht viel genützt. Herr Ludwig, bestimmt die Beobachtung, dass in die Oper durchaus relativ viele junge Leute gehen und dass in den Konzerten klassischer Musik relativ, also die alten Herrschaften deutlich überwiegen? Ganz sicher, das kann ich bestätigen, wobei das aber doch ein deutsches Phänomen ist, nicht nur deutsches, aber im Konzertgebau zum Beispiel, in einem ganz normalen Konzert, finden Sie viele junge Leute. Das finde ich immer wieder sehr erstaunlich. Und das sind nicht Leute, die wie zum Beispiel Schulklassen da reingebracht werden, reingezwungen werden, sondern das sind lauter individuelle junge Paare oder Einzelpersonen, nicht, die offensichtlich aus Interesse dorthin gehen. Sie beobachten die Musikszene ja schon lange. War das früher anders in Konzerten in Deutschland? Nein, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Also ich habe mich als Jugendlicher, also ich habe ja mit 14 Jahren angefangen, regelmäßig Konzerte zu gehen. Ich habe mich immer sehr fremd gefühlt, weil ich immer den Eindruck hatte, ich bin der einzige Jugendliche hier. Oder ich war ja noch kaum Jugendlicher mit 14, ich war gerade so jugendlich. Aber mir war das vor Klassenkameraden immer peinlich zu sagen, ich gehe in ein klassisches Konzert, weil die dann sagen, ach, da zu den alten Leuten da oder so. Ne? Wo sind Sie hingegangen meist in Berlin? Schon in die Philharmonie? Ja, also ich weiß nicht, ob ich die Geschichte erzählen soll, aber das war ganz kurios. Als die Musiklehrerin, wir sprachen vorhin darüber, meine Eltern gesagt haben, sie müssen den Jungen fördern, haben die sich erweichen lassen und sind mit mir zu einem Bezirksamtskonzert gegangen. Da gab es eine konzertante Aufführung der Oper Hänsel und Gretel. Interessanterweise mit der damals, glaube ich, schon recht alten Margarete Klose noch als Knusperhexe. Und ich war total empört. Also ich bin da rausgekommen, ich habe meinen Eltern Vorwürfe gemacht, ich habe gesagt, ich fühlte mich natürlich schon erwachsen. Ich habe gesagt, das ist ja ihr Kinderkram, was soll ich denn hier, ne? Und dann habe ich wenige Wochen später heimlich von meinem Taschengeld mir eine Karte für die Berliner Philharmoniker geholt. Und das war wirklich ein harter Brocken, also ohne jetzt ins Detail zu gehen, das waren lauter Werke, die man auch heute nicht unbefangen hört. Also Messiaen und eine Uraufführung von Henze und etwas von Roman Vlad, das ist auch damals sehr aktueller, moderner Komponist gewesen, und Busoni. Und in der Pause stand plötzlich die Musiklehrerin vor mir, vollkommen erstaunt, und sagte, ja Harald, was machen Sie denn hier? Und ich so etwas arrogant, mit hocherhobenem Kopf, ich gehe ins Konzert, Frau Ruff. Ja, das sehe ich, sagte sie. Und gefällt es Ihnen denn? Ja, das habe ich noch gut in Erinnerung. Herr Ludwig, Sie haben außer der Musik noch zwei weitere Leidenschaften. Die eine ist das Wetter. Wie kam es dazu? Wer immer bei uns in der Redaktion wissen möchte, wie wird das Wetter am Wochenende, geht zu Ihnen. Das hat sich wie von selbst ergeben. Es gab gar keinen Anlass, aber ich habe als Schüler mich schon interessiert, woran man ein Wetter erkennt, bevor es da ist. Das kann man durchaus an bestimmten Wolkenformationen
da habe ich mich eigentlich autodidaktisch weitergebildet, muss man sagen. Habe mir Lehrbücher gekauft, um das, habe das dann verglichen. Und ich habe mich immer für Statistiken interessiert. Also warum ist es zu warm oder zu kalt oder so? Das ist ja heute auch ein ganz großes Thema, nicht so bei der Klimaerwärmung, dass man genau sehen kann, nicht wie das von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat, wie die Abweichungen sind von den Normalwerten. Aber da gab es keinen Anstoß. Das ist einfach von selber gekommen, ohne jeglichen Grund. Ne? Stimmen denn diese Bauernregeln übers Wetter? Nee. Kann nie. Man nichts so drauf geben? Praktisch nie. Praktisch nie. Also im Grunde noch nicht mal diese berühmte, wie heißt das da, Ende Juni ist doch immer sowas, gibt es immer so einen Tag, Siebenschläfer. Selbst die Siebenschläferregel trifft natürlich gar nicht so, allein auch schon, weil sie falsch ausgelegt wird. Um bei diesem Beispiel zu bleiben, es kommt nicht auf den Tag an, an dem Siebenschläfer ist, sondern man muss beachten, von Siebenschläfer an aufwärts ungefähr 7 bis 10 Tage, welche Großwetterlage sich da einspielt, weil dann die Gefahr besteht oder die Chance besteht, je nachdem, dass die für längere Zeit bleibt. Ja, das geht nicht darum, ob es am Siebenschläfertag regnet oder nicht. Das ist völlig unwichtig, zumal das ja auch oft nur ein Kleinräum ist. Wenn es bei uns regnet, muss es ja in Hamburg nach Lang nicht regnen. Ja. Außerdem verfügen Sie über ein unfassbares Wissen über Filme. Wann haben Sie denn überhaupt noch Zeit, sich mit Filmen zu beschäftigen? Naja, in den Nächten. Also es gibt ja Spätvorstellungen. Also um 23 Uhr nach dem Konzert geht das ohne weiteres. Und heute muss man ja auch nicht mehr lange warten, bis die Sachen im Fernsehen kommen. Aber ich gebe zu, dass eine Kinoleinwand für viele Filme schon ein anderes Erlebnis ist, natürlich. Herr Ludwig, gegen Ende unseres Gesprächs eine Gewissensfrage. Lieben Sie die Musik oder sezieren Sie die Musik? Nein, in jedem Fall kann ich sagen, ich liebe sie, aber ich liebe nicht jede Interpretation. Nicht? Es ist manchmal nach 5 Minuten so, dass man am liebsten dem Dirigenten den Stab aus der Hand nehmen würde und, um mal im Berliner Dialekt zu bleiben, sagen würde, so nicht, meine Kinder. Sie gehen jetzt bald in den Ruhestand. Nehmen Sie dann Abschied von der Musik oder werden Sie immer noch in die Konzerte gehen? Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also ich werde auf jeden Fall eine Pause machen. Ich habe natürlich auch noch andere Interessen und ich kann ja dann wirklich sagen, ich habe es seit 53 Jahren oder 52 Jahren, also wirklich fast jeden Abend exzessiv gemacht und ich werde auf jeden Fall eine Pause machen. Diese Pause wird mindestens mehrere Monate umfassen und wie es dann weitergeht, muss man sehen. Herr Ludwig, haben Sie vielen Dank und wir wünschen Ihnen für diese Pause und für alles, was kommt, alles Gute. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, auf Wiedersehen.